Herzlich willkommen zur Vorlesung DevOps, heute zur Einheit über. Für die Vorlesung heute habe ich mal wieder mir Ziele und Kompetenzen für Sie überlegt. Und zwar sollen Sie heute die grundlegenden Probleme der herkömmlichen Entwicklungs- und Betriebsorganisation kennenlernen und verstehen, was mit DevOps erreicht werden soll. Und am Ende einige Möglichkeiten kennenlernen, wie man diese Ziele erreichen kann. Die Vorlesung selbst basiert auf einem Gastvortrag von Markus Kiss. Und zwar gibt es im Bereich DevOps eigentlich zwei Standardbücher. Das wäre einmal das DevOps-Handbuch, was ja auch die Grundlage für die Vorlesung ist. Und einmal ein Roman, der sich nennt Projekt Phoenix oder Projekt Phoenix, auf Englisch Project Phoenix. Das Buch ist in O'Reilly oder im Verlag O'Reilly 2005 erschienen. Schauen wir uns mal an, was in dem Buch so steht. Die Ausgangslage in Project Phoenix. Es gibt dort Bill Palmer. Und Bill ist IT-Manager bei einer Firma namens Parts Unlimited. An einem Dienstagmorgen bekommt Bill auf der Fahrt zur Arbeit einen Anruf von seinem CEO, also von seinem Chef. Die neue IT-Initiative der Firma mit dem Codenamen Project Phoenix, da kommt dann auch der Buchtitel her, ist entscheidend für die Zukunft von Parts Unlimited. Aber das Projekt hat jetzt schon Budget und Zeitplan massiv überzogen. Der CEO will, dass Bill direkt an ihn berichtet, also und das ganze Chaos in 90 Tagen, also 3 Monaten, aufräumt. Denn sonst wird Bills gesamte Abteilung outgesourced. Wenn man sich das Buch dann durchliest und das so ein bisschen die ersten Probleme sieht, stolpert man über so den einen oder anderen Fail. Ja, und der erste Fail, der hier auftritt, ist, es gibt eine Gehaltssoftware. Und die spuckt bei einem signifikanten Teil der Mitarbeiter einfach nur Hieroglyphen aus. Und anstelle von dem tatsächlichen Gehalt, das berechnet werden soll, kommen eben nur diese Hieroglyphen aus der Software raus. Und dadurch passiert es, dass Gehälter nicht ausgezahlt werden können. Und der Betriebsrat würde in so einem Fall natürlich auch Alarm schlagen. Und natürlich hätte sowas auch eine unheimlich negative Presse auf die Parts Unlimited als Unternehmung. Wenn man da ein bisschen weiterliest, stolpert man schnell über den Fail 2 in dem System. Und zwar scheint es so, dass sich unterschiedliche Teams nicht abgestimmt haben. Und deswegen dauert der Rollout einer Kassensoftware viel zu lange. Und die Datenmigration dauert eben nicht nur Stunden, sondern plötzlich Tage. Das richtig Doofe an der Geschichte ist, dass die Kassen am nächsten Tag wieder öffnen und ohne Software nicht arbeiten können. Das heißt, die Filialen im Unternehmen nehmen Kreditkartendaten der Kunden nicht entgegen. Was man denkt, ist erstmal nicht schlimm, ja, weil die Filialen schreiben die jetzt auf. Aber das ist ein massiver Sicherheitsverstoß. Und das hat natürlich auch wieder ein ganzer Rattenschwanz an Problemen, der dann nach sich gezogen wird. Und das können Sie sich auch Stand heute überlegen, wenn das auch wieder im echten Leben in einer Firma passieren würde und Sie fangen an, Kreditkarten auf Papier aufzuschreiben. Wäre das ein Verstoß erstmal gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung, weil sie erstmal diese ganzen Prozesse wahrscheinlich nicht einhalten, die da vorgeschrieben sind, ne? Weil das wieder ein neuer Prozess ist, der da noch gar nicht abgedeckt ist im Unternehmen. Dann ist natürlich auch die Frage, was passiert mit den Daten etc. Also das ist jetzt schon mal das zweite Problem, was da auftritt. Ja, und jetzt einfach mal so ein paar Zitate aus dem Buch, die da bemerkenswert sind. Und zum Beispiel gibt es ein Zitat über die Zusammenarbeit von Development und Operations, also von der Entwicklung und dem Betrieb, also eine ganz klassische Trennung. Zitat lautet da: Es ist erstaunlich, wie die Übergabe zwischen Entwicklung und IT-Operations jedes Mal in die Hose gehen. Aber angesichts des dauerhaften Kleinkriegs zwischen den beiden Gruppen sollte ich nicht überrascht sein. Wenn Sie sich die Screencasts schon angeschaut haben zu der Vorlesung, da wird ja genau dieses Problem der Übergaben beschrieben. Also jedes Mal bei einer Übergabe gehen ja Informationen verloren. Das ist egal, ob die Übergabe mündlich stattfindet, ob Sie ein Ticket schreiben, ob Sie das auf irgendeine andere Art und Weise per E-Mail an eine andere Abteilung übergeben. Also irgendwas an Informationen geht jedes Mal verloren, wenn etwas übergeben wird. Das können Sie sich im Prinzip auch so überlegen,
Sie kennen das Spiel Stille Post. Also jedes Mal, wenn Sie was weitersagen, am Ende, ne, was ist die Nachricht, die Sie tatsächlich übermittelt bekommen? Und das ist das Problem, dass Sie tatsächlich auch in Betrieben bei der Übergabe von Tickets zwischen verschiedenen Abteilungen bekommen. Das andere Problem, was da dahinter steckt, was wir auch in den Screencast schon besprochen haben, ist die Tatsache, dass ja jede Abteilung erstmal auf sich fokussiert versucht, möglichst schnell zu arbeiten. Das heißt, ich als Betrieb baue irgendwas und sage, ich habe das freitags fertig und möchte, dass es vielleicht am Montagmorgen in Betrieb geht. Jetzt hat aber vielleicht die Betriebsabteilung gerade auf ihrer Agenda, dass sie zum Beispiel die Netzwerkinfrastruktur am Montag updaten. Das heißt, die haben plötzlich eine viel höhere Priorität im Updaten der Netzwerkinfrastruktur, als ihre Sachen jetzt online zu bekommen. Na, und da sehen Sie schon diesen Interessenskonflikt, der zwischen den Firmen entsteht. Wer vielleicht schon in Unternehmen war, hat vielleicht das ein oder andere Mal ähnliche Probleme bei Übergaben schon erlebt. Dann gibt es in dem Buch ein Zitat über Brand, dem Alleskönner, von dem alles abhängt. Ich sage ja nicht, dass Brand das absichtlich macht, aber ich frage mich, ob Brand sein Wissen als eine Art Superheldenkraft sieht. Vielleicht will ein Teil von ihm das gar nicht aufgeben. Er hat damit eine Stellung inne, von der ihn niemand vertreiben kann. Vielleicht auch nicht, sage ich. Aber ich werde euch erzählen, was ich sicher weiß. Jedes Mal, wenn wir Brand etwas fixen lassen, das keiner von uns wiederholen kann, wird Brand ein bisschen klüger und das gesamte System ein bisschen dümmer. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Und auch das ist eine Situation, die Sie wahrscheinlich des Öfteren in Firmen sehen. Es gibt immer ein, zwei Mitarbeiter in Teams, die anscheinend unheimlich befähigt sind, Dinge zu lösen, die auch alles kennen, die alle Passwörter haben, die alle Prozesse kennen, die alle Abläufe kennen, die auch nahezu alle Lösungen kennen. Und wenn was kaputt geht, können die das auch wesentlich schneller reparieren als alle. Auch da steckt ein immanentes Problem in solchen Teams drin, was man eigentlich versuchen muss zu beheben. Aber auch das ist ein Phänomen, das Sie immer wieder sehen. Ich kann mich in meiner gesamten Karriere an kein einziges Team erinnern, wo wir das nicht hatten. Und selbst in den Teams, wo wir oder in denen wir agile Prozesse hatten und auch DevOps eingeführt haben, gab es immer diesen Mitarbeiter, der einfach aus seiner Historie raus genau dieses Wissen hatte, ja, und im Prinzip alles lösen konnte und fixen konnte. Und dann gibt es noch ein Zitat über erfolgreiche Teams. Ein großartiges Team bedeutet nicht, dass es nur aus den klügsten Köpfen besteht. Ein Team wird dann gut sein, wenn sich alle vertrauen können. Es entsteht viel Power, wenn diese Magie zwischen den Leuten existiert. Für alle Hörer aus dem Kurs, Sie werden irgendwann bei uns PMT, also Project Management und nicht PMT, also Sie werden einmal PMT, Project Management und Tools bei uns hören. Und im Anschluss daran werden Sie ein sehr großes Labor für Software Engineering und Project Skills bei uns haben. Und da legen wir einen unheimlich hohen Wert auf die Teamarbeit und wir erklären Ihnen am Anfang zum Beispiel auch diese ganzen Aspekte in Teams, was in einem Team schief gehen kann, diese ganzen verschiedenen Aspekte, die es da gibt. Wer das vielleicht jetzt schon hört oder gehört hat, werden das dementsprechend auch kennen. Also auch das ist eigentlich eine altbekannte Problematik in Teams und man weiß eigentlich auch, was ganz gute Teams ausmacht. Das passiert aber nicht von alleine, daran müssen sie arbeiten. Und da schauen wir uns noch so ein bisschen im Verlauf der Vorlesung ein. Ein anderes Zitat aus dem Buch geht über die Zeit, in der ein neues Produkt auf dem Markt sein muss. Das nennt sich Time to Market, wenn Sie vielleicht schon mal eine BWL- oder Wissenschaftsvorlesung gehört haben. Das ist im Prinzip die Zeit von der Idee oder ihrer Hypothese, die sie haben, ist das Produkt auf dem Markt. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, heute ist das eine ganz andere Zeitspanne, als das vielleicht noch vor, sagen wir mal, 15 Jahren oder 25 Jahren. Produkte müssen in 6 Monaten auf dem Markt sein. Höchstens in 9. Ansonsten schnappt sich eine chinesische Firma unsere Idee, bringt sie in die Läden unserer Konkurrenz und bekommt damit einen großen Marktanteil. In diesen Zeiten starker Konkurrenz muss man schnell im Markt sein und auch die Fehler schnell machen. Wir können uns keine mehrjährigen Entwicklungszyklen mehr leisten und erst am Ende erkennen, ob das Produkt gut ist oder beim Kunden durchfällt. Es müssen kurze und schnelle Zyklen sein, in denen das Feedback aus dem Markt fortlaufend einfließt. Jetzt dachte ich, sprechen wir noch ein bisschen über die Definition von DevOps.
DevOps an sich ist ein Kunstwort aus dem Englischen oder aus den englischen Begriffen Development, was auf Deutsch Entwicklung heißt, und Operations, was bei uns klassisch der Betrieb oder der IT-Betrieb ist. Und es ist eigentlich fast so, dass DevOps wesentlich cooler klingt als Embed, ja, als Abkürzung. Und deswegen sind wir da einfach bei DevOps geblieben, anstelle was Neues einzuführen. Und im Prinzip beschreibt DevOps eine Form der Zusammenarbeit, bei der die Entwicklung oder die Entwicklungsabteilung und der Betrieb, sprich die Abteilung von einer Software, als eine untrennbare Einheit angesehen wird. Sie bringen Entwicklung und Betrieb zusammen und sprechen nicht mehr von diesen beiden Einheiten. Inzwischen gibt es auch Abwandlungen. Eine davon ist zum Beispiel DevSecOps. Und da wird nochmal der Security-Aspekt explizit erwähnt. Wenn man diese DevOps-Philosophie gut oder sehr gut implementiert in einem Betrieb oder in einem Unternehmen, dann fällt es ihnen relativ einfach, diesen Security-Aspekt da reinzubringen. Jetzt ist so die Frage, was gehört denn in das DevOps alles rein? So ein Thema wie Cross-Function Teams, ja, das ist ganz stark in DevOps, das brauchen sie, wir erklären auch später noch warum. Metriken sind für sie in DevOps ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade eine sehr gute Abschlussarbeit betreut, die sich speziell auf Metriken fokussiert hat. Welche Bedeutung Metriken für Software Development Lifecycle. Es gibt etwas, das nennt sich T-Shaped Skills, was das erste Mal für mich auch in dem Vortrag eingeführt wurde, das stelle ich Ihnen heute vor, weil das auch sehr wichtig ist für die Teamzusammensetzung. Continuous Delivery, Continuous Integration, zwei Schlagworte, CI/CD, die wir heute ansprechen. Wir werden dazu noch praktische Übungen machen in dem. Es gibt etwas, das nennt sich fachlicher oder technischer Schnitt. Auch das ist etwas, was wir heute ein bisschen ansprechen. Infrastructure as Code. Und dann gibt es noch das Thema Cloud. Und dass wir das ein bisschen besser verstehen, schauen wir uns nochmal an, wie eigentlich früher Software entwickelt wurde. Früher hatten sie so einen technischen Schnitt, nennt man das. Das heißt, man hatte da zum Beispiel ein Produktteam, das hat sich um die Produktentwicklung gekümmert, also rein um die Softwareentwicklung. Dann hatten sie vielleicht ein Linux-Server-Team, das hat sich um das Setup und den Betrieb der Linux-Server gekümmert. Dann hatten sie vielleicht ein Datenbank-Team, das sich um die MySQL oder Microsoft SQL Server gekümmert hat. Und dann gab es noch ein Netzwerkteam, das sich um die Netzwerkinfrastruktur gekümmert hat. Also ganz unterschiedliche Teams, die sich um unterschiedliche Aspekte in ihrer Unternehmung gekümmert haben. Und so ein bisschen entsteht da so ein ewiger Interessenskonflikt. Jetzt ist es aber so, dass viele Teams, also gerade die Teams, die den Business Value am Ende erzeugen, zum Beispiel Produkte entwickeln oder die Plattform betreiben, dringlich Zuarbeiten von anderen Teams benötigen oder von anderen Abteilungen benötigen. Und da entsteht plötzlich ein Interessenskonflikt. Ne? Es werden jetzt Tickets erzeugt, zum Beispiel die Entwicklungsabteilung braucht ganz schnell, ganz oft Feature in ihrem Produkt, die ausgerollt werden müssen. Das Betriebsteam hat zum Beispiel zum Ziel, dass alles möglichst stabil bleibt. Ja? Auch so ein Netzwerkteam hat dann das Ziel, dass möglichst die gesamte Infrastruktur gleich bleibt. Wenn ich jetzt als Produktteam hingehe und einmal die Woche neue Firewall-Ports benötige, die geöffnet werden, das macht ja alles extra Arbeit im Netzwerkteam, das möchte man eigentlich gern vermeiden. Dann reiht sich das in meine Entwicklungsaufgaben ein. Ich habe ja noch meine eigenen Prioritäten und dadurch entstehen Wartezeiten. Das heißt, je länger diese Kette an Abhängigkeiten ist, desto länger warten sie plötzlich, bis ihre Sachen oder ihre Anforderungen umgesetzt sind. Und eigentlich ist es ja so, ich möchte ja meine Anforderung möglichst schnell umgesetzt bekommen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie könnte dieser Konflikt eigentlich gelöst werden? So, die Lösung für unser Problem nennt sich Cross-Functional Teams oder auf Deutsch cross-funktionale Teams. Und was ich da mache, ist, ich baue im Prinzip ein gemeinsames Produktteam auf. Das heißt, anstelle ein Entwicklungsteam oder ein Frontend-Team und ein Datenbank-Team gehe ich hin und versuche ein gemeinsames Produktteam aufzubauen. Wir gehen dann zum Beispiel hin, anstelle eben so ein Frontend und Backend und Datenbank- und Netzwerkteam zu haben, bauen sie ein Team auf. Das hat zum Beispiel zum Kotlin-Experte. Dann haben wir einen Angular-Kenner,
Dann haben wir einen Linux-Guru, der kümmert sich zum Beispiel um die Container, um das Host-System, wo alles installiert wird. Sie haben einen Datenbank-Könner. Sie haben einen Full-Stack-Developer. Dann haben wir noch unser Netzwerk-Crack, also jemand, der sich wirklich mit Netzwerk auskennt, der sich mit Wireshark auskennt, der alles konfigurieren kann, der vielleicht auch einen guten Draht, wenn es eine Netzwerk- oder zum Beispiel auch eine Netzwerk-Security-Abteilung gibt, der da einen guten Draht noch hin hat. Und sie haben vielleicht einen Design-Profi im Team, also jemand, der tatsächlich gar nichts programmiert, sondern sehr gut einfach im Design ist und sich um so Dinge kümmert. Und mit so einem Produktteam bekommen sie dann eigentlich diese Abhängigkeitsprobleme erstmal gelöst, weil sie fast alles in ihrem eigenen Team lösen können. Jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, was ist denn eigentlich mit dem DevOps-Engineer? Wenn sie Stand heute in Stellenanzeigen schauen, sehen sie ganz oft eine Anzeige, die dann heißt, es wird der DevOps-Engineer gesucht. Und meiner Erfahrung nach ist das ganz oft ein Zeichen, dass eben so ein Unternehmen noch nicht verstanden hat, wie DevOps tatsächlich funktioniert. Was da ganz oft gesucht wird, wenn man so auch diese Stellenausschreibung von einem DevOps-Engineer sich anschaut, das ist jemand, der möchte das Gehalt von einem Junior, der jetzt erst ein oder zwei Jahre im Betrieb ist, aber 5 Jahre Erfahrung mit Netzwerkkonfiguration hat, Kotlin-Experte ist, außerdem C programmieren kann, Shell-Skripte schreiben kann, die Command-Zeile beherrscht, den Windows-Installer auswendig kann, mindestens 15 Datenbanken kann und natürlich auch JavaScript, TypeScript, CSS, HTML und Angular und Vue.js programmieren kann. Und also das ist nicht das, was sie sich suchen. Wenn ich ein DevOps-Team aufbaue und ich merke zum Beispiel, mir fehlt etwas an Netzwerk-Know-how, dann versuche ich, jemanden zu finden, der genau das kann. Ja, also der genau dieses Netzwerk-Know-how mit ins Team reinbringt und versucht so, die Komplementäre in meinem Team entsprechend zu finden. Wenn wir jetzt so ein Team haben und auch so die grundlegende Idee jetzt schon mal verstanden haben, vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, was wir eigentlich mit DevOps erreichen wollen. Ja? Warum bauen wir so ein Cross-Functional-Team eigentlich auf? Die Idee dahinter ist, dass unser Team eigenständig lieferfähig ist. Das heißt, möglichst wenig Abhängigkeiten. Was wir gerade schon besprochen hatten, ich versuche, alle benötigten Skills in mein Team reinzubringen, dass da möglichst alle Skills auch im Team vorhanden sind. Dann, ganz wichtig, es reicht ja nicht nur, dass mein Team das alles kann. Es ist ganz wichtig, sicherzustellen, dass mein Team alle notwendigen oder erforderlichen Befugnisse hat. Das heißt, wenn ich von einem Deployment auf Produktion jedes Mal Manager-Approval brauche oder wenn ich meinen Source-Code veröffentliche, wenn ich dann jedes Mal Manager-Approval brauche. Das sind so die Probleme, die man dann eben hätte, dass man das nicht machen kann. Also man versucht genau diese Befugnisse im Team schon zu verankern. Dann braucht man noch ein Umdenken oder möchte ein Umdenken in der Organisation veranlassen. Das heißt, man versucht, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Zum Beispiel, wenn ich andauernd Zuarbeit von einem Netzwerkteam benötige, dann gehe ich eben hin und versuche, jemand aus dem Netzwerkteam in mein Team reinzubekommen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel auch jemand wirklich aus einem anderen Team holen, der dann offiziell zwar noch in der Netzwerkabteilung ist, aber für die Zeit der Produktentwicklung eben in meinem Team mit drin hängt, ja, das geht so in diese Richtung virtuelle Teams, dann ist er eben nicht mehr von meinen Anforderungen betroffen, sondern er ist Beteiligter in meiner Produktentwicklung. Das heißt, mit ein bisschen Glück fängt er ja auch an, für das Produkt zu brennen. Ja. Das heißt, der denkt nicht mal, Produktteam XYZ will schon wieder, was wir haben, sondern der möchte das ja auch plötzlich umsetzen, weil der sieht, dass es dann plötzlich ganz schnell funktioniert. Ja. Dann möchte man mit DevOps schnelle Lieferung von Softwareänderungen optimieren. Das heißt, es geht darum, wie schnell bekomme ich eigentlich was ausgerollt? Und dieser ganze Prozess und die Philosophie, die dahinter steht, obliegt dann dem Team, dass man versucht, heute brauche ich noch 60 Minuten, bis meine Änderung ausgerollt ist. Vielleicht schaffe ich das zukünftig in 45. Wenn ich damit anfange, bin ich vielleicht noch in einem Rollout-Zyklus von Tagen, wo man sagt, wenn ich freitags fertig bin, ist vielleicht erst mittwochs oder donnerstags drauf die Software auf Produktion. Ja, es gibt ja Firmen, sowas wie Etsy,
Wir haben es dann irgendwann geschafft, mehrere Rollouts pro Tag plötzlich zu machen, ja, schon vor vielen, vielen Jahren, wo man gemerkt hat, wenn ich jetzt eine Änderung habe, dann muss ich die relativ schnell rausbringen. Das nächste sind Lead-Times, also die gesamte Durchlaufzeit von dem Punkt, wo eine Anforderung erstellt wird, bis das Produkt oder die Anforderung auf der produktiven Umgebung verfügbar ist. Diese Lead-Time soll möglichst klein gehalten werden, ja. Damit resultieren eigentlich kürzere Time-to-Market-Zeiten und damit kann ich mir dann einen Marktvorteil mir sichern. Das soll übrigens auch soll möglichst gering gehalten werden. Und die Idee ist dabei eigentlich, wenn ich eine Idee habe, ja, das haben wir auch in den Screencast schon besprochen, ich habe eine Wertschöpfung erst in dem Moment, wenn es für den Kunden zum Beispiel auf der oder in der Software verfügbar ist. Da vielleicht auch mal ganz wichtig, in Erinnerung zu rufen, wir sprechen ja die ganze Zeit von der Software, die ich baue, produziere und auch irgendwo hoste. Ja, also wir sprechen jetzt nicht von so einem Box-Product, was ich entwickle, was ich dann auf eine CD brenne und dann als Version 2.0 beim Mediamarkt kaufen kann. Also da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen anders rangehen. Also hier geht es ja wirklich darum, wie schnell kann ich so eine Software bauen, die dann nachher auf dem Server bereitsteht. Und wenn ich das jetzt alles erreichen möchte, stellt sich ja die Frage, wie komme ich da hin? Also Cross-Functional Teams, das ist ja nur einer der Aspekte. Ein anderer wichtiger Aspekt, das ist auch was, was ich im Vorgespräch in dem Kurs zum Beispiel mal abgefragt hatte, da wurden sehr viele Frameworks genannt, die sich um das Automatisieren von Prozessen gekümmert haben. Ja, also diesen Geschwindigkeitsvorteil, das bekomme ich eben nur durch die Automatisierung hin. Wenn ich noch irgendeinen händischen Schritt habe, um was zu installieren, um Rechte einzurichten, ne, dann muss ich eben in diesem Team schauen, wie bekomme ich das automatisiert. Das Minimieren von Übergaben, also ich muss versuchen, möglichst viel in meinem eigenen Team durchführen zu können. Und auch Genehmigung ist eine Art von Übergaben. Das heißt, ich muss versuchen, diese Genehmigungsprozesse auch rauszubekommen. Erreichen tue ich das auf jeden Fall durch Cross-Functional Teams. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ohne den ich das nicht hinbekomme. Dann die Vorgehensmodelle. Also ich muss schauen, dass ich agile Vorgehensmodelle einführe oder implementiere. Das sind Dinge wie Scrum und Kanban, die wir auch in den Vorlesungen entsprechend lernen. Dann eine gute Feedback- und Fehlerkultur. Also ich muss Fehler machen dürfen, ich muss aus diesen Fehlern lernen können und auch dürfen und ich brauche dafür aber auch Feedback. Und das Feedback ist nicht nur immer personeller Art, dieses Feedback kann eben auch technischer Natur sein. Also wie schnell bekomme ich von einem System die Rückmeldung, dass etwas nicht klappt? Da habe ich noch eine Kleinigkeit in einer späteren Folie für Sie. Und dass ich eben einen fachlichen Schnitt anstelle eines technischen Schnitts als Kernelement implementiere. Technisch wäre eben genau das. Ich habe ein Frontend-Entwicklungsteam, ich habe ein Backend-Entwicklungsteam und ich habe ein Datenbank-Entwicklungsteam. Fachlicher Schnitt wäre das eigentlich, ich habe einen Login-Service und ich habe dann jemanden fürs Frontend, fürs Backend und für die Datenbank. Und der fachliche Schnitt kümmert sich eben dann um den Login oder typischerweise bei einem Shop um den Warenkorb oder ums Empfehlungsmodell. Also das sind die Ideen, die da dahinter stehen. Und ein kleiner Aspekt, der da auch mit reinspielt, sind sogenannte T-Shaped Skills. Das ist jetzt hier auch mal visualisiert. Es gibt drei verschiedene Arten, die im Management oder auch bei Recruitern bekannt sind. Das eine ist ein X-Scaped Skill. Ne, da sieht dann das aus wie ein X. Es gibt einmal das I-Scaped Skill und eben das T-Scaped Skill. Und im T-Scaped Skill sagt man, ich habe senkrecht hier ein sehr tiefes Wissen. Also das ist unser Expertenwissen, was man hat. Auf Englisch nennt sich das Deep Discipline Expertise. Und da geht es einfach darum, ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Kenntnis in, nehmen wir mal an, Linux-Servern. Ja, das ist so mein Know-how. Und dann sage ich aber auch noch, ich habe eine sehr breite Kenntnisse, also themenübergreifend. Das nennt sich auf Englisch dann Cross-Discipline Expertise. Und da geht es darum, dass ich das Wissen, das ich habe, auch in anderen Bereichen einsetzen kann, aber auch komplett andere Dinge, weil jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt ein als Experte unter Linux könnte ich sagen, okay, ich kann aber auch ein bisschen
JavaScript programmieren und ich habe ein bisschen Ahnung von Netzwerkkonfigurationen. Ja, das wären so diese drei Aspekte. Wenn ich diesen klassischen I-Shaped-Skill hätte, dann wäre das zum Beispiel jemand, der kann jetzt eben nur, ich nehme jetzt mal JavaScript programmieren, also dieser klassische, ich habe mir jetzt so einen Web-Developer geholt und der kann nur JavaScript programmieren. Ja, der hat jetzt keine oder wenig Ahnung von zum Beispiel von Servern, auch nicht von Netzwerk und er will das auch gar nicht wissen. Ja, das ist so ein ganz spezielles Setup in diesem I-Shaped-Skill. Und bei diesem Xscape-Skill ist es so, dass man durch die Bank, durch ganz viele Themen ein bisschen Know-how hat und das auch anwenden kann. Und diese Xscape-Skills, das sind dann ganz gerne Skills, die man oder Profile, die man im Recruiting für Management-Positionen nimmt. Wir interessieren uns in einem DevOps-Umfeld aber eben auf diese, um diese T-Scape-Skills. Sehe ich da unten, da hat sich noch bei den Kommentaren ein bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Diese T-Scape-Skills, die wurden erstmals vom CIO von IDE oder Design Consultancy 1941 eingeführt und das war David Guest. Und, oder nein, von David Guest, genau, wurden die eingeführt und von Tim Brown, das war der CEO von IDO Design Consultancy. Der hat das damals erstmals wirklich stark vertreten und für solche Bewerberprofile eingesetzt. Wie schaut das aus? Also hier mal so ein Beispiel. Ne? Ich habe hier jetzt so drei Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen. Ich habe den Roy Trenman, der ist ein Spezialist in Linux und Netzwerk. Da ist er richtig gut. Und der kann aber auch ein bisschen Kotlin und ein bisschen TypeScript. Genauso habe ich den Maurice Moss, der kann Kotlin und MongoDB, also da ist der Experte. Der hat aber so ein bisschen Ahnung von Linux und der hat auch ein bisschen Ahnung von Design. Und dann habe ich noch die Jen Barber und die ist Expertin in Angular und TypeScript, hat aber jetzt auch mal so ein bisschen Go gelernt und hat, seit sie ins Team gekommen ist, auch ein bisschen was über Linux kennengelernt. So, und da ist es nämlich so, dass wenn da Roy in Urlaub geht und wir Serverprobleme haben, dann haben wir trotzdem noch den Maurice und die Jen da, die können uns immer noch ein bisschen helfen, wenn irgendwas mit den Linux-Servern ist. Die können jetzt vielleicht nicht ein komplett neues Setup auf den Boden stampfen, aber die grundlegenden Betriebsprobleme können erstmal behoben werden. Was wir jetzt aber zum Beispiel hier auch sehen in dem Team, wenn der Roy im Urlaub ist und ich habe ein stärkeres Netzwerkproblem, dann haben wir auch im Team ein Problem, weil weder Maurice noch Jen haben wirklich Ahnung von Netzwerken. Ja, das heißt, vielleicht müsste ich das Team noch um einen Netzwerkspezialisten aufstocken oder zumindest jemand geht hin und sagt, okay, ich arbeite mich noch so weit in Netzwerktechnologien ein, dass ich das verwenden kann. Genau, und da sehen wir auch, zum Beispiel wird jetzt die Jen kann ja noch ein bisschen Go und Maurice kann ein bisschen Design. Das sind jetzt keine der Profile oder der Themen, die wir auf jeden Fall im Team brauchen. Ja, vielleicht wird ja das Design auch zugeliefert, aber es ist vielleicht auch allgemein hilfreich in unserem Produkt. Ja. Und so kann sich eben ein Team zusammensetzen und da kann man eben vielleicht auch schauen, wenn man das ein bisschen formal aufbereitet, wer könnte sich vielleicht noch in ein Thema einarbeiten, dass, wenn ich mal so einen Krankheitsausfall habe, dass das eben nicht passiert. Wenn ich dieses Setup habe, stellt sich natürlich auch nochmal die Frage, wie kann so ein Team eigentlich selbstständig arbeiten? Ne? Jetzt haben wir schon öfters drüber gesprochen, Abhängigkeiten reduzieren. Das ist definitiv etwas, was ich durch diese T-Shaped Skills hinbekomme, beziehungsweise die ich dadurch hinbekomme, dass ich weniger Übergaben in den Team mache. Dann könnte man sich anschauen, kann ich die Laufzeitumgebung, sprich Server und Container, selbstständig definieren und konfigurieren. Früher war das so und in vielen Firmen ist es auch noch so, wenn ich einen Server brauche, bestelle ich den bei einer anderen Abteilung. Nur bei uns ist es aktuell auch so, also an der Hochschule, wenn ich eine virtuelle Maschine brauche, muss ich dazu tatsächlich zu einer Person gehen und sagen, ich bräuchte eine virtuelle Maschine mit dem Setup, setz mir die bitte auf. Das heißt, wenn man da agiler sein möchte und eben mehr selbstständig arbeiten können möchte, dann müsste es eigentlich möglich sein, dass ich diese Laufzeitumgebung selbst definieren kann. Netzwerkumgebung ist auch so ein Problem. Wenn ich ganz klassisch irgendwo arbeite,
oder einer ganz klassischen Firma arbeitet, dann gibt es irgendwo eine Netzwerk-Appliance, da werden alle Firewall-Regeln für das Unternehmen definiert, also für das gesamte Unternehmen definiert. Dann geht man vielleicht hin und erzeugt Netzwerksegmente. Das heißt, die Datenbanken liegen in einem eigenen Netzwerksegment, die Server liegen im eigenen Netzwerksegment, das Frontend liegt in einem eigenen Netzwerksegment und diese Netzwerksegmente sind alle erstmal voneinander abgeschottet. Das ist aus den Gesichtspunkten der Netzwerksicherheit eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Wenn ich aber jetzt meine Software ausrolle und sage, ich habe eine Datenbank, ein Backend und ein Frontend, was passiert denn dann? Ich muss plötzlich mindestens zwei Firewall-Löcher beantragen, die zwischen den neuen Servern, ne? Meistens funktioniert das mit IP-Adressen und den Ports. Ich muss das beantragen beim Netzwerkteam und muss es dementsprechend anpassen. Die gewieften Teams gehen dann hin und lassen sich einmal so ein Loch zwischen den Netzwerksegmenten beantragen und konfigurieren zwischen den Servern dann alles mit sowas in einem Software-Defined Network. Das ist hier übrigens noch ein kleiner Fehler, den wir da drin haben. Das heißt SDN, also Software-Defined Network. Das heißt, ich mache das nicht mehr im Router, sondern ich kann das über die Software definieren. Dann könnte man hingehen und sagen, alles, was ich selbst nicht machen kann, zum Beispiel, wenn ich kein Software-Defined Network einführen kann, dann könnte mir aber zum Beispiel die Netzwerkabteilung einen Self-Service bereitstellen, wo ich solche Routen selbst bestellen kann, die dann automatisch umgesetzt werden. Oder wenn ich einen Server benötige, einen Self-Service, wo ich einen Server bestellen kann, der dann, solange Ressourcen verfügbar sind, entsprechend automatisch ausgerollt wird. Ja. Dann habe ich mehr als einen Kollege, der sich in Teilbereichen auskennt, also jetzt in Bereichen der Software und Infrastruktur. Da sind wir wieder bei dem T-Shaped Skill. Und ganz wichtig, das Team an sich muss sich verantwortlich fühlen für das gesamte Softwareprodukt, also für die Entwicklung, für den Betrieb, aber im Prinzip auch für einen 24/7-Support. Das heißt, wenn ich freitags nach Hause gehe, muss ich mich dafür verantwortlich fühlen, dass dieser, zum Beispiel wenn es ein Webshop ist, dass dieser Shop oder die Plattform auch am Samstag und Sonntag ohne Probleme läuft. Und das bedeutet nicht nur, dass ich vielleicht am Anfang eben einen 24/7-Support mache, sondern wenn ich mich da wirklich dafür verantwortlich fühle, dann gehe ich hin und fange an, alles möglich zu implementieren, dass ich eigentlich freitags heimgehen kann mit der Einstellung, dieses System läuft so resilient, ausfallsicher und hat vielleicht Backups, die alle automatisch oder Failover-Systeme, die automatisch einspringen, dass ich in einer, sag ich mal, normalen Störung gar nicht eingreifen muss. Ich muss mir so sicher sein, dass das System trotzdem weiterläuft. Wenn doch was massiv kaputt geht, dass ich entsprechend alarmiert werde und dass ich dann aber vielleicht auch diese Mentalität mitbringe, okay, wenn das Ding am Sonntag kaputt ist, dann ist es auch meine Verantwortung, das ans Laufen zu bekommen. Ja, das ist jetzt eine extreme Ansicht. Die ist auch auf lange Zeit, ich spreche da aus eigenen Erfahrungen, nicht gesund. Aber wenn ich mit der Einstellung reingehe, dann werde ich ja definitiv auch daran arbeiten, eine Software auszuliefern, die samstags und sonntags eben nicht mehr kaputt geht. Also tatsächlich war das so, ich habe in Teams gearbeitet, die an einem Freitagabend sagen konnten, das Ding läuft Samstag und Sonntag durch und alle Fehler, die auftreten, kann das System eigentlich selbst beheben. Außer es ist wirklich so, wie ein Rechenzentrum raucht komplett ab, ja. Entweder, oder so ein Bagger trennt ein Kabel durch, man muss plötzlich alles wirklich komplett irgendwie neu aufsetzen oder ein anderes Rechenzentrum umziehen, wo man dann plötzlich anmarschieren muss. Wir hatten so Fälle auch, und da ist man dann auch entsprechend eingesprungen. Aber das ist so dieses Verantwortungsgefühl. Es soll auf keinen Fall der Regelfall sein, was da passiert. Es gibt noch einen Aspekt, der sehr interessant ist. Hatte ich auch am Anfang genannt, Infrastructure as Code und dass ich eben Laufzeitumgeben selbstständig ausrollen kann. Und die Idee ist eigentlich, dass ich die gesamte Infrastruktur in eine Konfigurationsdatei schreiben kann. Das heißt, ich kann meine Build, da ist ein kleiner Tippfehler, ich kann meine Bildumgebungen definieren, ich kann meine Laufzeitumgebungen, also meine Produktivumgebung definieren, ich kann meine Firewall-Regeln definieren. Ich kann vielleicht auch Skalierungsparameter definieren, also ob ich mehr CPU brauche unter einer bestimmten Last. Und ich kann auch die Anwendung oder die Konfiguration für meine Anwendung einspielen. Das kann ich alles zusammenschreiben. Typischerweise macht man das in irgendeiner Art von Auszeichnungssprache. Ne? Da bieten sich JSON an. Inzwischen hat sich da eigentlich YAML manifestiert. Also das ist die Sprache, wo man über eingerückte Leerzeichen die Formatierung macht. Und ganz oft geht man hin und
baut sich dafür eine Art Domain-Specific Language, wo ich zum Beispiel meine Infrastruktur selbst beschreiben kann. Es gibt auch die eine oder andere, die es da schon gibt. Und diese Skripte werden dann zum Beispiel gepasst, entsprechend auf meine Infrastruktur angewandt, dass zum Beispiel Server gestartet werden, Container ausgerollt werden. Ja. Ganz wichtig an der Stelle, solche Beschreibungsdateien werden versioniert und liegen genauso wie Code in einem Repositorium. Das heißt, ich muss die von überall auschecken können. Ne? Dann nehme ich dann sowas wie Git oder wenn nach Firma noch Subversion eingesetzt wird, ist das auch eine Möglichkeit. Also auch das wird versioniert und entsprechend an. Dann, das hatten wir auch noch, was dafür notwendig ist, Metriken. Ja, und da vielleicht zum Anfang einmal Metriken als Begriffserklärung. Was sind eigentlich Metriken? Metriken helfen, Sachverhalte zu verstehen und zu bewerten. Metriken sind in der Regel mathematische Funktionen, die bestimmte Sachverhalte auf einen Wert abbilden, den ich dann zum Beispiel auswerten kann oder mit dem ich auch rechnen kann. Wir werden in Software Engineering komplexer Systeme im Verlauf der Vorlesung auch nochmal auf Software-Metriken eingehen und das ein bisschen vertiefen. Aber im Prinzip, Metriken ist einfach etwas, das ich messe, ein Zahlenwert, den ich mir anschauen kann und vielleicht auch merken kann. Wenn wir von Monitoring sprechen, sprechen wir eigentlich immer davon, dass diese Metriken visualisiert werden. Und es gibt hier noch einen dritten Begriff, das ist die Alarmierung. Und die Alarmierung ist ein aktiver Hinweis beim Unter- oder Überschreiten von Schwellwerten. Das heißt, ich habe zum Beispiel definiert CPU-Last über 90% und dann bekomme ich vielleicht eine E-Mail, eine SMS oder eine Push-Notification oder ich habe vielleicht im Büro so eine Art Ampelsystem implementiert, die plötzlich auf Rot springt, dass ich weiß, da ist irgendwas im Argen. Normalerweise würde ich dann erstmal ins Monitoring reinschauen und eben schauen, wie verhält sich eigentlich gerade mein System, kann ich da irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Also das sind so diese drei Aspekte, Metriken, Monitoring und Alarmierung. Metriken geben dann einen Einblick oder eigentlich einen Einblick, wie es unserer Applikation, also unserer Anwendung, unserem Service geht, in dem kontinuierlich Messwerte geliefert werden, die wir dann entsprechend visualisieren können. Außerdem werden wir entsprechend alarmiert, wenn Messwerte bestimmte Schwellwerte unter- oder überschreiten. Wichtig ist natürlich auch, dass wir definiert haben, was mache ich in meinem Team eigentlich, wenn ich so einen Schwellwert unter- oder überschreite. Es bringt ja nichts, wenn ich nur die E-Mail bekomme, auf mein Telefon schaue und sage, oh, der Server ist ja unter Höchstlast, ja, und geht dann in die Mittagspause. Die Frage auch, wo man solche Metriken Stand heute einsetzt, ist es tatsächlich so, dass alle Cloud-Anbieter unterschiedliche Messtechnologien und Plattformen unterstützen. Große Plattformen wie Amazon und Etsy, die werten Metriken sogar automatisch aus. Und wenn zum Beispiel solche Schwellwerte, also wenn wir jetzt von Alarmierung gesprochen haben, wenn bestimmte Werte unter- oder überschritten werden oder bestimmte Metriken anschlagen, dann ist es sogar so, dass ein Update in einem Shop-Software wahrscheinlich oder in der Shop-Software wahrscheinlich ein Problem verursacht hat. Und dann können die auf Basis der Metriken vollautomatisch eine Vorgängerversion wieder ausrollen, ne, um das Problem zu beheben. Das heißt, da ist gar kein Eingreifen von einem Menschen mehr notwendig. Und ich kann Metriken auch einsetzen, zum Beispiel für AB-Testing. Oder kleiner Tipp für das ist zum Beispiel für AB-Testing. AB-Testing, auch das werden wir in einer anderen Vorlesung vertiefen. AB-Testing bedeutet, ich habe ein neues Feature und dieses Feature rolle ich nur für einen Teil der Anwender aus und kann später zum Beispiel vergleichen, nutzen die die Funktionalität mehr oder kann ich in meinem Shop durch dieses Feature mehr Umsatz generieren. Und der Trick dabei ist, dass beide Gruppen nicht wissen, dass sie jetzt gerade an diesem Experiment teilnehmen. Wenn ich zum Beispiel einer Gruppe sage, ihr bekommt jetzt die neue Version, dann tritt was in Kraft, das nennt sich der Hawthorne-Effekt. Das ist nach der entsprechenden Fabrik benannt, ich glaube auch aus dem 19. Jahrhundert hat man das entdeckt. Und da geht es darum, dass sobald sie wissen, dass sie an einem Experiment teilnehmen, dass man sich mehr anstrengt. Das heißt, man hat eigentlich gar keine objektiven Werte mehr an der Stelle. Und da hilft einem zum Beispiel dieses AB-Testing, dass ich einfach ein Feature ausrolle und das bekommt eben nur ein bestimmter Teil der Anwender und die wissen gar nichts davon. Und das Schöne ist, ich habe eben dann noch diese Vergleichsgruppe, die noch mit dem alten Feature gearbeitet hat. Dann nochmal zu den Metriken, also dass ein Gefühl dafür bekommen, was sind technische Metriken. Die durchschnittlich verarbeiteten HTTP-Requests, ne, von Ihrem Shop, das wäre zum Beispiel eine technische Metrik. Die durchschnittliche Verarbeitungsdauer eines HTTP-Requests. Das sind 200 Millisekunden, 250 Millisekunden, technische Metrik. Die Anzahl von HTTP-Requests,
die mit einem Fehler beantwortet werden, ne, wo ich zum Beispiel einen Server 500 irgendwas werfe. Auch das ist eine technische Metrik. Die CPU-Auslastung über die Zeit gemessen, ne, liegt bei 10, 20, 30, 40%. Die Arbeitsspeicherauslastung ebenso eine technische Metrik. Da zum Beispiel auch interessant, steigt die fortwährend, ja, bis das System am Limit ist, oder steigt die und greift dann regelmäßig der Garbage-Collector, also ist vielleicht alle 20 Minuten fällt die Speicherauslastung wieder ab, weil der Garbage-Collector angegriffen hat. Dann zum Beispiel Netzwerkauslastung, vielleicht die durchschnittliche Netzwerkauslastung, also wie viel Mbit werden da eigentlich belegt die ganze Zeit von der Bandbreite? Oder habe ich Peaks, ne? Habe ich einmal die Stunde einen Peak in der Netzwerkauslastung oder zweimal am Tag? Wo kommt das eigentlich her? Auch das wäre eine technische Metrik. Oder auch Latenzen. Ja, also wenn ich eine Anfrage stelle oder einen Ping, wie lange dauert das? Auch das wäre eine Metrik, die ich entsprechend messen und auswerten. Fachliche Metriken, zum Beispiel von einem Webshop, das wären also Dinge wie Anzahl der Neuregistrierungen innerhalb der letzten Stunde, aber auch sowas wie heutige Kündigung im Vergleich zum selben Tag der Vorwoche. Das heißt, ich vergleiche das dann mit einem anderen Tag von den anderen Wochen. Dann die Anzahl von an- und abgemeldeten Kunden am Newsletter wäre eine fachliche Metrik. Auch ein durchschnittlicher Einkaufs- oder Warenkorbwert heute, das wäre eine fachliche Metrik. Der Umsatz in Euro über den Webshop an diesem Tag, das wäre auch eine fachliche Metrik. Und zum Beispiel was wie die Anzahl der abgeschickten Bestellungen in der letzten Stunde und deren Bezahlungsart. Auch das wäre eine fachliche. Dann hat man noch einen Punkt drauf auf der Liste, das war Continuous Integration. Eigentlich etwas, das haben sie schon relativ lange. Also ich persönlich habe das schon vor 10 Jahren eingesetzt. Da hat man natürlich nicht solche Systeme wie heute gehabt, wie ein GitLab oder ein GitHub als Plattform, wo sie vollautomatisch was machen können. Aber da haben sie sich einen CI-Server eingerichtet, zum Beispiel einen Jenkins eingerichtet. Machen sie auch heute noch, der sich um das alles gekümmert hat. Und im Prinzip hatten sie so einen CI-Server, der war speziell zum Beispiel auch mit einem Skript eingerichtet, da durfte man nichts manuell installieren, auf dem, sobald sie eingecheckt hatten, das ist der erste Schritt hier, ja, in der Versionskontrolle, früher war das klassisch bei Subversion, heute nehmen sie dann Git, wenn da eingecheckt wurde, hat dieser Server das erstmal ausgecheckt und gebaut, ne, mit irgendeinem Build-Tool. Das wäre so Java-seitig, klassischerweise Maven oder Gradle. Wenn es zum Beispiel auf der .NET-Welt unterwegs sind, wäre das klassischerweise MS Build. Dann hat oder wurde auf dem Server ein Unit-Testing ausgeführt. Das heißt, man hat irgendwie einen Unit-Test-Runner ausgeführt, JUnit, XUnit, Emma, Coco ist es, glaube ich, ein N-Unit, wenn so die klassischen Frameworks, die man da einsetzen könnte. Danach ist man hingegangen oder parallel dazu und hat eine statische Code-Analyse durchgeführt. Statische Code-Analysen finden immer auf Basis des Source-Codes statt oder auf Basis des kompilierten Codes. Und da haben sie eben solche Tools wie Metrics, Findbugs, Checkstyle, Sonar, Ndepend, also Ndepend speziell wieder aus dem .NET-Umfeld. Die anderen haben sie eher dann so auf der Java-Ecke. Und da gehen sie hin und schauen zum Beispiel, wie viel Zeilen Code habe ich, was ist die Veränderung zum letzten Check in, wie viel Abweichung von meinen Style Guides habe ich und. Also das kann man da alles dann sich sehr schön anzeigen lassen als Metrik. Auch das ist ein Thema, das behandeln wir dann in Software Engineering komplexe Systeme. Und am Ende geht so ein CI-Server klassischerweise hin und nimmt das Gebaute, das ist ja dann zum Beispiel immer in einer bestimmten Version gebaut, und checkt das in einem Binär-Repository ein. Na, da gibt es so Dinge wie ein Artifactory, wo sie dann die Bits runterladen können. Oder sie laden das einfach auf den Server und haben dann auf einer Webpage eine Download-URL, von der sie es runterladen. Ja, und das ist klassisch das, was in der Continuous Integration passiert. Und dann gibt es noch was, also wir sprechen ja immer von CI/CD. Und dann gibt es noch mal was, das nennt sich Continuous Deployment. Ja, und da habe ich jetzt einmal diese drei unterschiedlichen Begriffe, Continuous Integration, dann habe ich Continuous Delivery und Continuous Deployment für Sie mal aufgelistet. Bei dem klassischen Continuous Integration ist es so, Ihr Server baut, testet und führt eine Code-Analyse durch. Das passiert alles auf der Bildumgebung. Und dann sind wir immer bei der CI. Also da stelle ich einfach nur sicher, wenn ich was programmiert habe, ich checke das ein, das kompiliert. Ja, das kompiliert, das baut. Ich habe vielleicht am Ende meine Exe. Ich weiß nicht, ob das nachher auch tatsächlich läuft, ja, aber zumindest sind alle meine Tests durchgelaufen.
Normalerweise breche ich diesen Prozess ab, wenn die Unit-Tests einen Fehler werfen. Der nächste Schritt wäre Continuous Delivery. Da gehe ich eigentlich hin und sage, ich baue etwas, ich mache einen Unit-Test, ich habe eine Code-Analyse. Und dann mache ich ein automatisches Deployment. Und dieses automatische Deployment läuft auf eine Testumgebung. Da kann ich dann Unit-Test ausführen lassen, da kann ich dann System-Test ausführen lassen. Und hier ist dann eigentlich, das gehört eigentlich gar nicht mehr hin, also hier ist dann ein Cut, das fehlt. Ja? Also in Operations kommt das Ding gar nicht, weil ich gehe bei Operations in der Regel hin und habe dann irgendwie einen Schalter, einen Hebel, irgendwas, wo ich sage, okay, jetzt mache ich ein Deployment. Und dann bin ich eigentlich, wenn ich das vollautomatisch mache, bei einem Continuous Deployment, wo ich einchecke, es wird gebaut, es wird getestet, der Code wird analysiert, ich habe meine Unit-Tests, noch irgendwelche anderen Tests, vielleicht habe ich explorative Tests, ich führe noch irgendwelche Systemtests durch und es wird automatisch auf Operations in die Produktivumgebung deployed. Dann hätte ich ein Continuous Deployment. Da streiten sich ein bisschen die Geister, ob das wirklich gut ist oder nicht. Es wird ganz oft empfohlen, dass man wirklich Continuous Delivery hat. Es wird permanent auf die Tests, vielleicht auch auf Staging-Server deployed, wo getestet wird, wo sie Performance-Tests machen. Das ist alles gar kein Problem. Aber das manuelle Deployment tatsächlich noch Menschen überlassen. Einfach vielleicht, dass man drauf schaut. Es wurde eine Änderung eingecheckt, es wurde gebaut, getestet. Eigentlich kann die ausgerollt werden, aber ich bin gerade in einem Peak oder ich habe vielleicht gerade einen Problemfall mit der Netzwerkinfrastruktur. Oder wir befinden uns vielleicht gerade in einer, was weiß ich, Testsituation oder sie befinden sich gerade in so einem AB-Test drin, ja, dass man das alles ausschließen kann, dass da nochmal ein Mensch hinsitzt und dann auf den Knopf drückt und sagt, okay, wir machen jetzt diesen Rollout, wir haben das alles nicht. Auch das kann man natürlich über die Zeit immer mehr automatisieren, wenn man diese Fälle entsprechend kennt, dass man vielleicht ein automatisches System hat, wo man sieht, dass man sich in bestimmten Zuständen befindet, dann kann man das immer mehr automatisieren. Das muss man abwägen von der Software, von der Unternehmung, von den aktuellen Prozessen, ob man eben diesen einen Knopf braucht oder nicht. Und dann hatten wir nochmal dieses Thema Feedback und verbessertes Lernen angesprochen. Auch dafür habe ich ja den Screencast bereitgestellt. Und da nochmal zusammengefasst aus dem Paper, was in den Referenzen steht. Produktideen sind eigentlich nichts anderes als Hypothesen. Also wenn ich ein Feature in mein Produkt reinbringen möchte, habe ich ja diese Hypothese, damit könnte ich mehr Umsatz generieren. Je schneller ich als Organisation so eine Hypothese einzeln oder vielleicht parallel in die Produktion bringen kann und je aussagekräftiger die Metriken, ja, über den Erfolg oder Misserfolg sind und je schneller und besser ich die sammeln kann, desto früher kann ich ja aus den Informationen neue Hypothesen ableiten und ich kann diesen Zyklus erneut beginnen lassen. Wenn es 3 Monate dauert, bis ich eine Idee auf mein Produktivsystem habe, ja, vielleicht weil die Prozesse so komplex sind, dann kann ich ja frühestens nach 3 Monaten anfangen auszuwerten, ob das gut ist oder schlecht ist. Wenn ich nach 3 Tagen diese Informationen schon bekomme, ob sich dadurch der Umsatz erhöht, dann kann ich ja viel schneller darauf reagieren. Oder ich sehe nach 3 Tagen schon, oh, der Umsatz sinkt durch dieses neue Feature. Oder es korreliert zumindest. Dann kann ich es halt zurückrollen und schauen, ob er jetzt wieder besser wird, der Umsatz, oder ob ich da immer noch was Fallendes habe oder fallende Zahlen habe. Das heißt, dieses schnelle Ausrollen ist da sehr wichtig. Das Ergebnis, also wenn ich da schnell drauf agiere, ist eigentlich, dass ich eine Organisation aufbaue oder gestalte, die meinen Kunden nach und nach oder meine Kunden immer besser versteht. Da ich ja schneller erkenne, was der Kunde möchte, verstehe ich den Kunden entsprechend auch besser. Und dasselbe gilt natürlich auch für externe Impulse durch Wettbewerber oder neue Technologien. Je schneller der Feedback-Zyklus da ist, ne, desto schneller kann die Organisation reagieren. Stellen Sie sich vor, ich gehe hin und sage, ich möchte in meinem Unternehmen Kotlin einführen anstelle von Java. Wenn ich dafür jetzt einen 12-Monate Migrationsplan aufstellen muss, dann weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, wie viel Erfolg das später bringt. Das sind Dinge, die hatten sie früher tatsächlich in Firmen. Wenn ich aber hingehen kann und sagen kann, oh, ich nehme jetzt Features, ich baue die um oder vielleicht einzelne Services, ich baue die um auf Kotlin, kann die innerhalb von weniger Stunden oder maximal Tagen ausrollen und sehe dann anhand meiner Metriken gleich, ob diese neuen Services vielleicht
performanter laufen, langsamer laufen, ob die weniger Abstürze haben, ob die resilienter sind gegenüber bestimmten Einflussfaktoren, desto schneller kann ich auf diese neue Technologie antworten. Und eben auch, wenn ein Wettbewerber was macht, kann ich möglichst schnell gegensteuern. Ja, oder kann der Wettbewerber 3 Monate lang sein neues Feature fahren, bis ich was rausbekomme. Ja, und das spielt alles mit dem Feedback zusammen und eben, dass ich als Team oder meine Teams oder Unternehmung ein verbessertes Lernen an der Stelle habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Falls euch das gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn euch ein besonderes Thema interessiert, lasst es mich in den Kommentaren wissen.